Ja, und mit der Jugendbeschäftigten, da geht es gleich nahtlos weiter im Programm sozusagen. Kurz vor der Aufnahme habe ich noch einen Kommentar von Tom gelesen. Ich soll doch mal was erzählen über meine Schulzeit. Ja, das kann man machen. Ich weiß zwar jetzt ehrlich gesagt nicht so recht, was genau da interessiert, aber ich erzähle dann halt einfach mal irgendwas. So, hier war der dunkle Gang, genau. Hier war das Lapis. So, ich kann ja jetzt mir hier auch, brauche ja gar nicht mehr nach oben, denn ich kann mir hier jetzt auch hier eine Spitzhacke selber bauen. Ich bin ja Selbstversorger. Habt ihr schon was gemerkt? Ich habe überhaupt noch nichts gegessen hier. Das ist auch, also im wirklichen Leben ist ja Bergbau macht ja sehr hungrig, aber hier in Minecraft anscheinend überhaupt nicht. So, ich kann mir dann ja noch eine Spitzhacke nachmachen. Wir haben jetzt wieder genug Diamanten. Was ich gern ein bisschen mehr hätte, wäre Kohle. Wäre Eisen. Was haben wir denn? Golderz? Wo ist denn Eisenerz? Erst 9. Das kann ja doch wohl nicht sein, Jungs hier. Jungs, das geht doch nicht. So, über die Schule. Gut. Ja, ich bin 1953 geboren. Bin jetzt 60, das heißt also, ich werde noch in diesem Jahr 61. Man wird ja mit 6 Jahren jetzt eingeschult. Früher war das ganz genauso. Man kann auch in den Kindergarten gehen. Aber das war bei mir nicht. Meine Eltern haben mich nicht in den Kindergarten geschickt. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung. So, dann. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass mein Vater beim Zoll war, Zollbeamter, und in ganz Niedersachsen versetzt wurde, mal dahin, mal hierhin, also geboren bin ich in Hildesheim, dann wurde ich nach Goslar versetzt, hätte ich beinahe gesagt. Also, mein Vater wurde versetzt und die Kinder sind natürlich mit, beziehungsweise das eine Kind, denn meine Schwester war da noch nicht geboren, die ist dann in Goslar geboren. Und ja, dann wurde mein Vater wieder versetzt nach Ostfriesland. Und in Ostfriesland, in einer kleinen, gemütlichen Stadt mit einem kleinen Hafen. Nein, nicht Emden, sondern Leer. Oh. Was können wir denn noch aufnehmen? Also wir haben noch Redstone-Möglichkeiten. Ja, wir haben noch die Möglichkeit, Diamanten natürlich aufzunehmen. Redstone und Lapis und Kohle. Ja, Kohle haben wir auch noch Möglichkeit aufzunehmen, aber nicht mehr so viel. Aber vielleicht geht das ja gerade noch hier. So, 62. 63 und 64. Den Rest holen wir später ab. Da haben wir noch den Redstone. Da kann ich noch einiges aufnehmen. Uiuiui, so. Zu. Bitteschön.
So, dann gehen wir noch mal ein bisschen nach vorne, dass wir hier auch vielleicht den Rest so noch fangen können. Ja, können wir. So, die Kohle holen wir dann später. Oder wir schmeißen hier jetzt mit und schmeißen einfach den Kopfstein raus. So, zack. Denn den brauchen wir wirklich nicht. Da haben wir genug von. Jetzt geht's ans Essen, genau. So, und dann in Lea in Ostfriesland. Lea war das, ne? Ist das? So, wir hatten noch irgendwo Redstone noch. Wie viel kann ich denn noch aufnehmen? Redstone 16. Habe ich also. Sag mal 30. Und da ist Eisen. Und das ist gern gesehen bei mir. Wir sind Eisenerz 9. So, das ist schon mal schön. Eisen ist immer schön. Ja, da bin ich in Leer. Das hieß früher dann nicht Grundschule, sondern es hieß Volksschule. Ja, das hat also das Volk ging in die Volksschule. Jeder. Da tun wir mal ein bisschen den Kobelstein weg. Nee, das nicht. Oder wir bauen uns hier noch ein paar Öfen hin. Das ist immer ganz nett. Wir haben zwar vorne noch welche, aber warum soll man sich keine Öfen hinsetzen? So. Hier einen Ofen, da einen Ofen, hier einen Ofen, da einen Ofen und da einen Ofen. So. Und dann tun wir hier mal ein bisschen Kohle rein und schmelzen schon mal das Gold. Und in dem nächsten Ofen schmelzen wir schon mal das Eisen. Wie viel haben wir jetzt? 15? Naja, gut. So, da könnten wir dann auch schon mal noch so ein paar andere Sachen reinschmeißen. Feuerstein, Kies, Erde, Erde. Das tun wir mal da lieber rein. Wer weiß, wer weiß. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, wo sind wir rein gewesen? Da waren wir drin. Hier waren wir schon drin. Hier auch noch nicht drin. Okay. So, da habe ich also in Leer aus Friesland die Grundschule besucht. Was haben wir da gelernt? Vor allen Dingen Rechnen und Rechtschreiben. Und ich meine, es gibt ja die Ostfriesen-Witze, ne? Die kennt ihr ja auch alle zu Genüge. Früher war auch der Begriff Ossi eher für Ostfriese gedacht. Heute ist er für die Ostdeutschen. Das hat sich also nach 89 rasant geändert. Also früher waren es die Ossis, waren eigentlich im Westen in Ostfriesland. Und die Witze kennt man ja auch. Gut, die gibt es von vielen deutschen die nicht Hochdeutsch reden, sondern irgendeinen Dialekt haben. Da hat man immer Witze drüber gemacht. Es gibt die Witze von den Württembergern über die Badener und von den Badenern über die Württemberger und was auch immer. So. So, 54 Minuten. Ausbeuten, naja. Ja, ich will nicht sagen mau, aber hoch. So, da haben wir wieder
Ich habe auch irgendwo noch eine Glücksschaufel mal gehabt. Oder habe ich die noch? Da kriegt man nur Feuerstein. Naja, wenn man es braucht. So, Eisen. Das ist gut. Eisen, das ist gut. War das alles? Na gut. So, da war ich dann also in der Grundschule. Ich kann mich in der Volksschule, jetzt sage ich das selbst schon, Grundschule. Damals gab es also keine Gesamtschulen und nichts. Damals war auch nicht der Begriff Hauptschule und Grundschule, sondern das war die Volksschule. Die Volksschule ging von der 1. bis zur 9. Klasse, wenn man also mit 6 Jahren eingeschult wurde. Die 9. Klasse war dann, da war man 15 und ging dann aus der Volksschule in die Lehre. Upsa. So, da ist Schluss. Da ging man aus der Volksschule in die Lehre. Und dann kam die Mittelschule oder Realschule. Die hat man, glaube ich, bis zur 11. Klasse besucht. Hat dann die mittlere Reife gehabt. Und da ging man dann nicht in die Lehre, sondern so irgendwie zu irgendwelchen besseren Berufen hin, zum Beispiel in die Bank oder sowas, ne? So Verwaltungs-, so Angestelltenlaufbahn. Das war dann eher sowas von der Mittelschule. Und Realschule, mein Vater ist übrigens auch auf die Mittelschule gegangen. So, und dann kam das Gymnasium oder die Oberschule. Ja, so war das. Was habe ich da gelernt? Also wir haben viel Heimatkunde gehabt da in Ostfriesland. Wir sind dann viel raus gewesen. Kann ich mich also erinnern, das war ja, ist ja alles relativ flach. Ich habe das ja schon mal in einem Let's Play erzählt. In Leer in Ostfriesland ist ja berühmt für einen 10 Meter hohen Berg. Ja, und da muss man das auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Klar, wenn du sonst nur Flachland hast, ist ein 10 Meter hoher Berg, da ist ja schon ein Deich ein hoher Berg eigentlich. Und da ist alles relativ flach. Ostfriesland, Nordfriesland ist dann eher was anderes schon wieder. Na, denn wenn man dann so in Schleswig-Holstein ist, da waren die Gletscher der Eiszeit, die haben da Endmoränen hinterlassen. Das sind ja wirklich Hügel bis 200 Meter hoch. Na, da gibt es ja in Schleswig-Holstein den großen Bungsberg, da hat man sogar einen Skilift drauf. Ja, ab und zu ist da auch mal an. Also es gibt ja Winter, die sind richtig kalt und da kann man dann da Ski laufen. Das ist für die Einheimischen natürlich toll. So, was haben wir hier?